Natürlich ohne Bogen zu, schießt ich dran vorbei. Hallo? Da die Ecke und... Komm. Ich dachte eigentlich, die Ecke als Maß genommen haben. Ach, das ist doch alles... Die Frage ist, krieg ich den jetzt so weggelockt, dass man ihm, ja... Dass ich diesen Idioten da weggeballert kriege, das wird ein Spaß. Der wurde mal nicht hochgekommen und zack, raus ist er. Tschüss. Garrett wieder die dicken Leute nehmen. Nicht wie Zaya. Dann wäre der hier nämlich auf dem Gang liegen geblieben. So. Sewing the new uniforms for Lord Ember. Hands all bloody this morning. And Julian will change them right back when he returns, you mark me. You think he'll come back? I never said that. I never said it either. Sound. I heard that. Okay, ich hab sie umgebracht. Ich hab sie leider umgebracht, weil ich wieder die 2 anstelle die 1 ausgewählt habe. Ah, so ein Dreck. Naja, ich werde bei der nächsten oder vor der nächsten Aufnahme, wenn ich daran denke. Hi there. Was that a sound? Well, maybe someone just moved it. But who? Niemand.
müssen die nicht unbedingt mit dem Dolch hinterrücks wegmessern. Das ist Blödsinn. Ja, so ist das. Da ändert sich die Tastenbelegung und schon passieren hier die schlimmsten Unfälle. Ich glaube, die machen auch mehr Lärm, wenn man die abmurkst sozusagen. So, jetzt haben wir also dieses Ereignis ausgelöst. Die ist aus dem Weg. Na gut. Irgendwo hampelt hier auch noch jemand rum. Geschlossene Tür, okay. Dann dürfte das hier wohl die Küche sein. Ständer klauen. So. Crematory, nein. What's doing that? Ui, ich dachte, jetzt gibt's gleich das große Geschrei hier. Kann ich den nicht in den Ofen werfen? Nein, schade. Wir sind hier auch nicht Agent 47. Nein, vor die Tür legen wir ihn nicht. Ja, dann legt er sich hier zum dicken Gardisten und alles ist gut. Und ich speichere mal ab. Die Küche zu inspizieren. Ich kann also tatsächlich nichts mehr essen von dem Schönen. Das ist ja blöd. Na gut. Fackel. Ist das ein Messer? Heiltrank. Muss ich echt die Heilung irgendwie anzeigen lassen, abseits? Des Kochs, natürlich.
So viel zu meinem Bodengang. Es war alles für die Katz. Julians Million ist gestohlen worden. Wenn Julian so dumm ist, jetzt noch hier aufzukreuzen, mache ich ihm die Hintertür natürlich trotzdem auf. Aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Er wird versuchen, Ambers Medaillon an sich zu nehmen und spätestens dann fließt Blut. Wenn Julian mich besser behandelt hätte, wer weiß, vielleicht hätte ich ihm dann von dem neuen Fallgatter in der Schatzkammer erzählt und von dem Schalter in Lord Embers Kammer, mit dem man sie öffnen kann. Aber ich kann es nicht. Aber ich kann nicht noch länger zwei Herren dienen. So oder so, die beiden Hunde werden die Sache unter sich austragen. Der verängstigte Pudel und der geprügelte Köter. Ich hoffe nur, dass meine Rolle in dieser Farce nie ans Licht kommt. Falls doch, sage ich, dass Julian nie von den Fallgatter, dass ich nie von dem Fallgatter erzählt habe. Vielleicht reicht das ja. Bing. Aufgabe verworfen. Jetzt muss ich mal kurz in die Aufgaben schauen. Die Schatzkammer ist durch einen Fallgatter gesichert. Gehen Sie in Lord Embers, finden Sie, also das haben wir erledigt, finden Sie und aktivieren Sie geheime Schalter in Lord Embers Zimmer. Okay. Soweit so gut. Dann schreibe ich mich mal wieder hier. Lauf leer. Zack. Zurück. Und Kiste mit. Mit dicker Beute, na gut. So, plötzlich auf der einen Seite ist die Tür offen und hier muss man so knacken, na gut. Übung im Schlösserknacken. Naja. Hat noch keinem geschadet. So. Ich glaube, wir sind durch mit dem Küchenbereich. Ja. Mehr ist das nicht. Das müsste dann das hier hinten alles sein. Na gut. Dann würde ich sagen, fahren wir doch mal mit dem Aufzug nach oben. Oder wir nehmen die Treppe, ist ja letzten Endes eigentlich auch fast egal. Ja. Ist das immer noch Mechanistentechnik oder? Naja, ich sehe schon, letzten Endes wäre das hier wohl egal gewesen. Und hier lebt ja jemand. Oh, da hat sich wieder jemand am Eingang festgehakt. Das ist ja gar nicht gut. Rein theoretisch schon der Bereich sein. Hier ist der Aufzug, aber tja, da hinten Keller, wir sind jetzt da rum. Da ist nochmal ein Aufgang. Ich gucke jetzt trotzdem neu rüber. Zug. Und hier sind wir ja vorhin schon mal hergekommen. Achso, nein. Es geht tatsächlich nicht weiter, außer hier lang.
Schade, jetzt ist der Typi nicht mehr hier draußen. Gibt's auch nichts Verwertbares? Nein, 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 nein. Lady Elizabeth is a proper lady. She attended Lady Pollock's school for young ladies, and she can write in both ancient brilliant and modern prinkish. Well, I guess that's something. Your Lord Ember's knowledge of the world is limited to the names of his ancestors and equine diseases of the mouth. I don't like the way she looks at me, like I've been sneaking about or something. Well, you are a bit unkempt. It's them stairs. She has me up there 5 times a night, changing the torches. Oh, indeed. I shall inform Milady of your displeasure. Don't you dare. Oh, this is more than one servant alone. I saw something funny. Verdammt, hat die Alte mich gesehen. Was gibt's denn sowas? Lade, 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 lade. Wähle deine Unsterblichkeit weise. Gut, jetzt können wir uns das Gequatsche nochmal anhören. Das ist natürlich wieder... Milady Elizabeth is a proper lady. She attended Lady Pollock's school for young ladies, and she can write in both ancient brilliant and modern prinkish. Well, I guess that's something. Your Lord Ember's knowledge of the world is limited to the names of his ancestors and equine diseases of the mouth. I don't like the way she looks at me, like I've been sneaking about or something. Well, you are a bit unkempt. It's them stairs. She has me up there 5 times a night, changing the torches. Oh, indeed. I shall inform Milady of your displeasure. Don't you dare. Warum wirft er den Ding da nicht weg? So, ich speichere mal lieber wieder, bevor wir wieder ja, dieses... Poor little varmints. Seem almost terrified. Tolle Ratten, die Papperin. Ablegen, das ist ja blöd. Ganz gut, fand ich. Zack, Fackel aus. So, der kann sich mal hier neben die junge Frau legen. So.
Namen speichert. Tja, die Treppe wird ja bestimmt wieder interessant werden. Ich gucke mir jetzt erstmal den Bereich hier unten an. Abgeschlossene Tür, okay. Das werden bestimmt hier diese Betten hier hinten irgendwo sein, oder? Na, schwierig. Whipped in the street. Someone needs to design a better torch, I'm sure. Oh, ich glaube, ich habe ihn schon wieder umgedolcht. Schön. Das war nicht im Sinne. Dreck, schon wieder die falsche Taste gedrückt. Meine Güte. So ein Scheiß. Kommt der da einfach raus, während ich hier gerade am Öffnen bin? Wasn't where I left it. Who could have moved it? And why? Kann sein, dass der uns zum Beispiel beim Knacken hört. Doch ein bisschen sehr paranoid. Why does no one take my side in all this? Gerade eben ist er rausgekommen, von alleine diesmal eben leider nicht. Thank you.
sehen allerdings nicht, dass hier die Tür offen ist. Ha! Ha! My word! I thought you were some danger. I thought you were some danger. Das hat er mich wieder gemerkt. Dieser So, Knüppel frei. I'm sure that chair wasn't where I left it. Who could have moved it? And why? When I look at it, I can see the Rutherfords of long past who have held it. And now, myself. Take a little nap. Take a little nap. Dann schlaf noch. Hier ist ein Schlüssel getroppt. Krieg ich den mal irgendwie. Das würde wieder so eine Sache werden. Na, jetzt. So, Lord Embers Tagebuch. Was zählt ist der Opal. Julian wird vor nichts zurückschrecken, um ihn an sich zu bringen. Ich muss höllisch aufpassen, aber selbst wenn er die Wachen besticht, an den neuen Fallgattern kommt er nicht vorbei. Nur ich weiß, wo der Schalter ist. Hier an meinem Schreibtisch. Hier bin ich sicher. Dieses Schloss ist das einzige. Was ist eine einzige Verschwörung? Wäre dann nicht meine geliebte Elisabeth, hätte ich längst den Verstand verloren. Selbst das Porträt von Mortimer, dem manischen, starrt auf mich herab, als wäre ich des Opals nicht würdig. Diese Augen. Für mich war Arlek der größte der Altmeister. Ich sollte es besser schützen. Es ist mehr wert als alle anderen Gemälde zusammen. Diese Ruhe. Seit Lord Warwicks Tod kann ich niemandem mehr anvertrauen. Mein einziger Freund, warum bist du gestorben? Dieser verfluchte Stein. Ich bin sicher, dass bei seinem Tod Hexerei im Spiel war. Wie ich höre, haben sie den Stein dem Wildstrommuseum gestiftet. Dort ist er gut aufgehoben. Meine Güte. Wertvolles Gemälde? Du hier? Nein. Ja, hier ist ein dickes Buch, aber das kann ich nichts mit anfangen. Warum kann ich ja Bücher rausnehmen, die schade leider nichts von zu bedeuten haben? Die Teletubbies. So, hier. Und Aufgabe erledigt, also wir haben so Beute. Tja, jetzt müssten wir nur Lord Julian sein blödes seinen Schreibtisch finden. Dann könnten wir den Schalter betätigen. Nicht hoch. Ich gucke mal gerade hier. Ah ja, man hätte also auch hier durchs Fenster an den Leuten vorbei wahrscheinlich reingehen können, aber naja. Aber ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Denn da liegt etwas. Another medallion. Wonder if anyone will pay more for a matched set. Schlüssel? Matschmoor Schlüssel, bitte. Buch? Da kann man leider nichts mit dem Buch anfangen.
der ganz geheime Schalter die Fackel an der Wand fürs Fallkitter. Na gut. So, jetzt müssen wir also doch in den Keller hinabsteigen. Theoretisch dürfte ja eigentlich hier gar keiner mehr da sein. Ich speichere mal. Die Fackel ist auch nicht. Oh, da glitzert etwas. Tja, das wäre jetzt wieder der Innenhof. Komme ich hier runter ohne Verletzungen? Das ist jetzt wieder die gute Frage. Leider gibt es doch hier wieder keine. Muss ich mich hier runterfallen lassen. Jupp. Das sieht doch gut aus. So, das ist jetzt der Innenhof. Ist ja nicht so, dass wir hier nicht schon mal dreimal angelaufen sind, aber die Küche. Stimmt, die Tür hier hatte ich auch noch nicht aufgemacht. Ja, das war doch was im Küchenbereich. Ah. Wie schön, wie schön. El Calorino. Hier gibt es ja eigentlich nichts mehr jetzt zu holen. Hier geht es wieder hoch. Hier ist der Küchenbereich. Hier ist der Aufzug, genau. Gerade da geht es zum Keller. So richtig blickig bin ich gerade nicht, wo zum Heck dieser blöde Keller ist, aber der kann ja eigentlich nur hier drüben sein. Oder? Weil da ist der. Sollte das der Turm sein? Mit der Wendeltreppe? Der ist runde hier. Mal schauen wir mal. Drüben ausgelassen, ja, wo die Frau sich mit dem Mann unterhalten hat, fällt mir gerade ein. Verdammt, warum ist das auch immer so viel? Das hätte mir auch mal eher einfallen können. Ich muss jetzt wieder zurück. Ich hätte gedacht, dass die Treppe da oben, ja, den sein Schlafzimmer ist und nicht da unten. Fällt mir gerade ein. So, na dann Aufzug. Ich schnell mal was getrunken noch. Thank you.
Wahnsinn. Das hätte mir eigentlich auch mal eher noch einfallen können. Da oben war ich noch gar nicht. Speichern. Gesagt, hier wird es bestimmt lustig, wenn ich hier hochkomme. Und warum geht man nicht da hoch? Ein wenig schneller, wie ich gedacht hatte. Also machen wir die Fackel aus. Torches, undependable things. Persönliche Vorsätze, Vorräte, Arsen hinreichend, Atropin hinreichend, Belladonna abgestanden, Cyanid hinreichend, Schierling wird knapp, Stechapfel nachkaufen. Oh, das habe ich nicht. Poisons. Better make sure I wash my hands when I get out of here. Ja, wollte schon sagen, das ist doch hier super Gift. Achso, das sind die da oben wahrscheinlich.
Lady Elisabeth Tagebuch, Seite 52. Ich bin im Haus nicht mehr sicher. Mein Spitzel hat mir erzählt, dass Julian seine blutige Rückkehr plant. Ich verbringe die Abende in der Stadt, um genau das zu verhindern. Außerdem trage ich stets meine vergiftete Klinge bei mir. Wenn nötig, kann ich im Nu fliehen. Dank des kleinen Schatzes, den ich in der Rüstkammer entdeckt habe. Aber zuerst muss ich diese Scheinehe mit meinem Scheingemahl eingehen. Es ist mir egal, welcher von beiden ich heirate. Sie vertragen beide kein Arsen. Amber hat mich heute schon wieder berührt. Zwar nur mit einer Hand, aber das war schon schrecklich genug. Der Brief von Lady Warwick ist interessant. Amber scheint wirklich zu leiden. Er muss zusehen, wie sein einziger Freund langsam dahin sieht. Das ist besser als jedes Gift, das ich ihm verabreichen könnte. Nette Leute, das haben wir hier vom Brief. Liebste Lucy, darf ich euch noch immer so nennen? So nannte ich euch schon als Kind. Ich schreibe euch, weil ich euch um eine Tinktur für unseren armen Clive bitten muss. Der Unglückliche sieht dahin. Er sitzt nur noch regungslos da, sagt kaum ein Wort und starrt ohne Unterlass auf ein Mitbringsel von seiner letzten Reise. Die Ärzte wissen kein Rat mehr. Ich befürchte das Schlimmste. Es fällt mir schwer, euch um Hilfe zu bitten. Wenn ihr selbst nicht dazu bereit seid, dann tut es bitte für Lord Amber, Clives treuen Freund, euer Verlobten. Oder tut es für eure liebe Mutter, an die ich auch heute noch gerne zurückdenke. Hochachtungsvoll, Lady Eleanor Warwick. Ja, ja. Da geht ja hier die Luzi ab. Vergiftet Leute. Also der vergoldete Helm, von dem man vor uns mal gelesen hat. Die Kerze hier ist nichts. Speichern. Jetzt denke ich, könnten wir der Schatzkammer einen Besuch abstatten. Ganz schönes Rumgerenne wieder durch die Level hier. Ich durfte hier gar keiner mehr sein. Außer Frau Giftklinge läuft uns hier noch über den Weg. Die perfekte Ehe. So. Laufen wir jetzt mal da oben rum. Eins, zwei, drei, vier. Raus. Irgendwo hier müssten wir ja wieder zu diesem Runtergang gehen, dahin. So. Da müsste es doch für mein Dafürhalten definitiv zum Keller. Hier müsste es zum Keller gehen. Meine Karte hier so gerade, also
Rutherford Family Vault. That opal is as good as mine. Aber den hast du doch schon geklaut, den Opal. Oder? Und dich halt falsche Tasten. Finden, aktivieren Sie. Achso, das war das. Die haben wir doch noch nicht gestohlen. Verdammt, finden Sie mindestens einen Schwarm 2 gefunden. Schatzkammer im Keller. Beschränkung. Das wäre jetzt bei höheren Schwierigkeitsgraden gäbe es hier eine schöne Beschränkung. So wie bei den anderen Teilen, von wegen nichts mit Umbringen von Leuten. Also das ist der. Ja, das sieht aus wie Heidenzeug hier. So this is what they all wanted. Well, it's better off with me. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht auch alle entgegen hier. Zum Beispiel gerade unser Julian jetzt den Laden stürmt, das wäre natürlich nicht so pralle. Noch ist alles ruhig. Also hier ging es ja gar nicht. Doch, da könnte man auch rausgehen. Gerade ein bisschen wie fest, ja. Er macht nichts. Ach nee, das ist ja wieder super. Na? Ach, das ist ein Spaß. Ja, er hängt irgendwie in der Wand fest und macht leider nichts. Das ist nicht gut. Packt er automatisch den Dolch aus. Schön. Festgeklitscht sozusagen. Ja, tolle Wurst. Der einfache Weg ist allerdings der absturzgefährdete. Komm mal hin. Was war das? Ah, so ein Dreck. Ich denke, springt man mal da raus. Nein, hier nicht. Jetzt hier vielleicht raus. Ah. Na dann. Wollen Sie das, die Mission wirklich beenden? The Bloodline Opal's mine now, and based on the size of this thing, I'd say it was worth it. But something tells me this Lady Elizabeth character had her own plans for the Rutherfords. I'd better get the Opal to Perry soon. He can cut it into smaller stones that are easier to move. And we'll both make a tidy profit. So, der Opal der Blutlinie gehört mir endlich. Wenn ich mir den Klunker so ansehe, würde ich sagen, der Aufwand hat sich gelohnt. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass Lady Elizabeth eigene Pläne hat. Ich bringe den Opal lieber so schnell wie möglich zu Perry. Er soll ihn zerkleinern und die Splitter gewinnbringend unter das Volk bringen. So, Statistik ist 85. Doch noch irgendwo 15% liegen lassen, egal. Niedergeschlagene 20, geknackte Schlösser 9, naja. Heilung 10, ja gut, das kommt hin. Tja, so. Das kann ich nur noch laden. Tja, wie dem auch sei, an der Stelle würde ich jetzt ganz gerne mal für heute Schluss machen, denn ich muss A auf die Toilette und B ist es doch schon ein wenig fortgeschritten in der Zeit und ich würde sagen, auf Wiedersehen beim nächsten Mal hier zu Tief 3. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.